Liebe Paulina, herzlich willkommen zu meinem Podcast und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es geht heute um das Thema Kinderwunsch, wie auch schon in der letzten Folge. Und es geht um das Thema Schwanger werden, schwanger bleiben, Frauengesundheit, zyklusgerechte, zyklusorientierte Lebensweise. Und dafür habe ich eine tolle Expertin eingeladen, die liebe Paulina. Wir kennen uns aus dem polizeilichen Kontext. Die meisten kennen mich entweder aus dem Tanzsport oder aus dem Ayurveda oder aus der betrieblichen Gesundheitsförderung, Führungskräfte-Coachings und so weiter. Und wir, wie gesagt, haben uns bei der Polizei kennengelernt. Da ging es um Human Performance, also um Leistung und Leistungsverbesserung. Und jetzt sind wir ja beim Thema Kinderwunsch. Von daher wäre mal spannend zu hören, was ist so dein Werdegang gewesen und wie bist du in diese beiden Welten gekommen? Auf der einen Seite Frauengesundheit und auf der anderen Seite Polizei. Ja, hallo Finn, danke für die Einladung hier in deinem Podcast. Und ja, ich fange immer gerne so bei mir in der Kindheit an. Da fing nämlich alles an. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Habe dann eine klassische Ballettausbildung begonnen. Dann so mit der Zeit, so gerade in der Pubertät, habe ich dann ja auch so die körperlichen Veränderungen gemerkt und dann gemerkt, okay, was für einen Einfluss Ernährung hat. Und dann bin ich da mehr in das Thema eingestiegen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, Ernährung ist nicht nur wir essen und so ein bisschen Thema Gewicht, also ich nehme zu oder ab, sondern wirklich, es gibt eine Energie, es gibt Nährstoffe, Makro-, Mikronährstoffe, es gibt einen Stoffwechsel. Und da bin ich dann immer mehr in die Thematik eingestiegen, fand das super spannend und habe dann tatsächlich sogar schon mein Abitur im Fachbereich Ernährung gemacht und bin dann habe danach dann die Ausbildung zur Diätassistentin gemacht. Das ist eine 3-jährige schulische Ausbildung, die halt sehr praktisch orientiert ist im Vergleich zu der Ökotrophologie, was viele eben kennen. Und bin so immer weiter in dieses Thema Ernährung wirklich eingestiegen. Und was mir eben ganz, ganz viel gebracht hat, dadurch auch diesen wirklich sportlichen, tänzerischen Aspekt zu haben, um mich auch besser zu verstehen. Genau, nach der Ausbildung habe ich dann mich noch weitergebildet als klinische Psychoneuroimmunologie-Therapeutin. Langes Wort. Ja, langes Wort, breiter Begriff. Und es geht darum, den Körper ganzheitlich wirklich zu betrachten, zu verstehen auf zellulärer Ebene. Also wirklich zu gucken, okay, wir haben die Organsysteme, zum Beispiel das Nervensystem, das Immunsystem, das endokrinologische System. Da kommen wir dann auch zur Frauengesundheit. Wie funktionieren diese Systeme zusammen und was haben die auch für einen Einfluss mit unseren ganzen Umweltfaktoren, also Ernährung, Bewegung, Lifestyle, Stress und so weiter, Toxine. Und da ja, habe ich dann noch mal 2-jährige Weiterbildung gemacht. Das ist so meine fachliche Expertise. Und bin dann mich dann tatsächlich sehr schnell selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, ich möchte nicht als Diätassistentin klassisch in einem Reha-Setting oder in der Klinik arbeiten, habe mich dann in die Selbstständigkeit gewagt, was auch so der beste Schritt war, den ich machen konnte. Und genau, dann hat sich das alles immer mehr gefunden und dann bin ich tatsächlich zur Polizei gekommen. Da haben wir uns dann kennengelernt und da bin ich dann vor allem in diesen Performance-Bereich auch eingestiegen. Gleichzeitig trainieren wir ja auch zusammen oder sind wir ja im Bereich in dem Tanzsportverband auch tätig zusammen, wo du mich vorgestellt hast und mit reingenommen hast. Und genau, das ist so, würde ich sagen, ganze Ernährungsschiene und Leistungsschiene. Und dann habe ich ja tatsächlich so aus meiner eigenen Geschichte bin ich immer mehr zur Frauengesundheit gekommen. Ich habe ja wie eigentlich alle oder viele jungen Mädels relativ früh mit 15 die Pille genommen, habe die dann ja einfach ohne Wissen eingenommen, ohne wirkliches Wissen, was in mir, in meinem Körper passiert und bin dann, hatte da tatsächlich auch einige Probleme, also von Stimmungsschwankungen, Gewichtsproblemen, ja, Haare waren total dünn, also teilweise auch depressive Phasen und hatte dann spannenderweise einen Tag, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte die Pille nicht mehr nehmen. Also ich konnte sie auf jeden Fall. Also du konntest sie auch zuordnen. Genau, also ja, ich glaube, da habe ich eben, da fing mein Weg zum Glück relativ früh an. Da war ich tatsächlich noch nicht mal 18.
als ich dann diese Entscheidung für mich getroffen habe, irgendwie tut mir das nicht gut. Ich habe mich reingefühlt, reingehorcht und ja, mich damit immer mehr befasst und gemerkt, nee, das ist nicht das Richtige. Und dann habe ich die dann auch abgesetzt und habe mich dann eben, weil ich dann an so einem Punkt war, ich möchte nicht nochmal künstliche Hormone nehmen, ich möchte nicht meinen Körper beeinflussen, weil ich dann mit Absetzen dieser Pille gefühlt bin ich dann zu mir selber gekommen und habe das ja, auf ganz verschiedenen Ebenen eben gemerkt, dass ja, sich meine Stimmung verändert hat, mein Sein, ich war auch wieder viel lustiger, viel mehr ja, irgendwie authentischer, wie gesagt, meine Haare wurden wieder schöner, ich habe ja, so diese klassischen Wassereinlagerungen, die sind dann weggegangen, die ich hatte. Und ja, dann habe ich mich ganz viel eben mit dem Thema Hormone und hormonfreie Verhütung beschäftigt und habe mich da einfach viel auseinandergesetzt, auch relativ früh im Vergleich zu meinem Umfeld. Und so bin ich dann auch ja, immer mehr im Bereich Ernährung auf die Frauengesundheit gekommen. Und das ist also ein Bereich, wo ich wirklich drin aufgehe, mir total viel Spaß bringt und auch es selber immer mehr lebe, wirklich den weiblichen Zyklus zu leben, also zu leben und zu lieben und ihn kennenzulernen, sich selber kennenzulernen als Frau und da wirklich ganz viel Wissen jetzt mittlerweile zu transportieren, weil ich erstaunlicherweise eben doch feststelle, wie wenig Aufklärung stattfindet. Auch ich, also ich meine, ich kenne es ja mit 15, es war auch nur klassisch meine Frauenärztin, naja, jetzt Verhütung, dann die Pille nehmen und ja, so ist das. Und das ist doch erschreckend, wie wir uns eben als Frau immer mehr von unserem Zyklus entfernen. Und wenn man wirklich mal sich damit auseinandersetzt und auch jede Phase für sich lernt zu leben, wie man viel mehr in seiner, also in der weiblichen Kraft, sage ich immer, ist, in seiner Stärke und auch besser tatsächlich ja, das Leben so bestreiten kann. Und das ist ein Thema, was ich mir jetzt immer mehr neben gerade Ernährung und eben ganz viel Thema Performance Food, das ist auch so ein Begriff, den ich gerne benutze, in die Frauengesundheit gehe. Und deswegen finde ich es auch so schön und so spannend, dass du mich eben mit in das Thema Kinderwunsch integriert hast. Und ja, wir jetzt hier zusammensitzen. Das stimmt. Also ich glaube, man spürt ganz deutlich auch deine Motivation und deine Energie und deine Freude bei dem Thema und dein inneres Feuer und dein Engagement dafür, dass du dafür brennst und dass du eben auch selber einen gewissen Weg gegangen bist. Ich glaube, das ist immer auch wichtig, dass das nicht so ein reines theoretisches Wissen ist, das man vermittelt, sondern dass da immer eine persönliche Erfahrung einfach auch dahinter steht. Und der Workshop, den wir im Tanzsport gegeben haben, der ist ja auch extrem gut angekommen, weil du es geschafft hast, da wirklich die Themen der Tänzer und der Tänzerin, also da beider Geschlechter, auch wirklich zu treffen und da wirklich dann auch einen wunden Punkt anzusprechen aus deiner eigenen tänzerischen Erfahrung und da auch gute wertvolle Impulse geben konntest. Und wir ja dann auch nochmal neue Impulse geben werden mit dem Thema Frauen- und Männergesundheit und Leistungssport. Genau. Heute soll es um das Thema Kinderwunsch gehen, aber davor ist es ja wichtig, einfach ein paar Grundlagen einfach mal zu haben. Und du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt und so in der Vorbereitung von dem Gespräch meinst du auch, es ist sehr erschreckend zu sehen bei vielen Frauen, das klang ja bei dir jetzt auch schon an, wie viel Grundwissen fehlt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen, was du damit meinst. Ja, genau, sehr gerne. So, das Erste, was viele Frauen zum Beispiel gar nicht wissen, ist, dass wirklich ja, der Zyklus in 4 Phasen aufgeteilt ist und dass ein Zyklus so zwischen 28 und 35 Tagen lang ist. Und also bei einer Frau ganz wichtig. Und genau, dass Tag 1 des Zyklus der erste Tag der Periode ist. Also wenn wir anfangen zu menstruieren, dann ist das der erste Tag. Damit kann man ganz gut im Tracking anfangen und dann, genau, dass wir dann 4 Phasen haben und die erste Phase ist eben die Periode, dann kommen wir in die Follikelphase, wird diese genannt, da wird sozusagen, ja, die Eizelle darauf vorbereitet, dass sie dann springt und dann ist die dritte Phase die Ovulationsphase, das ist der Eisprung, wie eben so schön gesagt, da springt das Ei und kann in dieser Zeit befruchtet werden. Das ist auch so spannend.
Man kann nicht jeden Tag schwanger werden als Frau, also ein ganz wichtiger Punkt und Aufklärung definitiv im Thema Verhütung, so weil wir zum Beispiel, wenn ich von der Pille spreche oder auch von anderen hormonellen Verhütungen, wir dauerhaft Hormone geben, jeden Tag, und es dann sozusagen ein Zeitraum ist von ja, circa 48 Stunden ungefähr, in dem man befruchtet werden kann als Frau. So, was wichtig ist dabei zu beachten, dass die Spermien auch ein bisschen länger überleben. Mhm. Also sozusagen, um auch nochmal sicher zu gehen, sollte man jetzt vielleicht dann eher genauso um die 7 Tage um den Eisprung herum, also so 3 bis 4 vorher und 3 bis 4 nachher, schauen, dass man nochmal wirklich verhütet. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor. So. Mhm. Und dann haben wir die 4. Phase, die Lutealphase. Und genau, und dann geht es wieder los in die 1. Phase, die Periode. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, also wenn ich das schon mal erzähle, das wissen viele Frauen nicht. Und das ist super erschreckend, weil jede Phase, ja, wir sind in jeder Phase, haben wir zum Beispiel eine andere Energie, wir haben andere Bedürfnisse, wir können anders leisten, wir brauchen andere Nährstoffe. Also jede Phase ist eben verschieden. Und da auch, was ich immer sage, jeder Tag ist anders. Und da im Vergleich gehe ich auch mal gerne so ein bisschen kurz auf die Männer ein, weil die Männer haben einen 24-Stunden-Zyklus. Mhm. Und zwar hauptsächlich mit dem einen Hormon Testosteron. Bei den Frauen sind es 4 Hormone, die wir so ein bisschen thematisieren können. LH, FSH, also follikelstimulierendes Hormon, luteisierendes Hormon und Östrogen und Progesteron. Und beim Mann Testosteron. Mhm. Und der Mann hat eben diesen 24-Stunden-Zyklus, also ja, kurz morgens Testosteron ist hoch und dann über den Tag wird es niedriger. Das heißt, jeder Tag bei dem Mann ist gleich und bei den Frauen eben nicht. Und da zeige ich auch immer gerne eine Grafik, wo man das sehr schön sieht. Und wenn man das verstanden hat, so, dann sich eben auch nicht zu vergleichen, nicht genau jeden Tag gleich zu leisten, sondern zu schauen, okay, wo bin ich denn gerade? Das ist eben, ja, sozusagen so schon mal der erste Punkt, mit dem ich anfange. Ja, das bedeutet, es ist eben nicht nur die Periode und dann sind das ein paar Tage im Monat, sondern du siehst den gesamten Zyklus, die 28 bis 35 Tage, als ein Zyklus, ein Gesamtding. Mhm. Genau. Genau, ja, das ist ein guter Punkt, dass eben, ja, man so ein bisschen als, oder bei Frauen, viele kennen eben ja, okay, ich habe meine Periode, so, und das ist ja nicht der Zyklus. Mhm. So, der Zyklus ist eben, ja, 28 bis 35 Tage lang und ein Zyklus, ja, ist ja auch immer, ne, ist nicht irgendwie gerade, sondern es ist ein Zyklus, also auch wellenförmig und so sind auch die Hormone und das ist, ja, super, super spannend und da halt nicht, ist, wir bestehen nicht nur daraus, dass wir die Periode haben. Spannend ist ja, dass man, wenn man das sich jetzt so anhört und das versteht, und das ist ja so, in einer Welt sich bewegt, also wir, die aber immer so eine gleichbleibende Energie verlangt oder fordert, also in der Arbeitswelt, also im beruflichen Kontext, und wir verinnerlichen das, glaube ich, dann auch, dass man irgendwie jeden Tag gleich leisten muss und dann haben wir vielleicht das Wochenende irgendwie. Wie passen denn diese beiden Welten zusammen aus deiner Perspektive? Ja, das ist wirklich spannend. Das erlebe ich auch immer wieder, dass eben, oder dass unsere Welt eben sehr auf dieses, okay, leisten, auch funktionieren, so einen sehr geregelten Montags- bis Freitagsrhythmus, der 17 Uhr arbeiten oder früher oder später, so in der Regel. Ja. Und genau, dass dann so Wochenende ist so ein bisschen, ach ja, jetzt ist so ein bisschen, kann ich mir selber einplanen. So ist die Struktur der Gesellschaft. Und das ist natürlich, ich versuche da durch diese Aufklärung auch den Frauen zu zeigen, da beginnt das zum Beispiel auch mit Kommunikation, also und mit Planung. So, ich verstehe, dass es nicht in allen Berufen immer möglich ist, sozusagen nach dem Zyklus zu planen. Doch da fängt es schon an mit dem Thema Achtsamkeit mit mir selber und auch liebevoll mit mir selber zu sein. Und wenn ich sehe, okay, ich bin jetzt in dieser Phase und ich gebe vielleicht, ich kann jetzt nicht ganz Vollgas geben,
wo kann ich vielleicht in meinem Alltag, also oder in meinem Arbeitsalltag, darauf ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Und das fängt ja schon mit kleinen Sachen an, dass ich ja vielleicht schaue, wie kann ich mir meine Termine legen oder wie kann ich mich dann gleichzeitig mit Nährstoffen unterstützen. Mhm. Oder wo kann ich eine Pause mehr machen? Also so auch in diese Achtsamkeit zu gehen, die sowieso, würde ich sagen, allen auch gut, genau. gut tut. Und nicht in den Vergleich zu gehen. Also das ist auch ein Punkt, natürlich auch von Frauen immer wieder ein Thema. Ja, ich habe einen männlichen Chef und ich eröffne da auch gerne zu sagen, mutig zu sein und in auch eine Kommunikation zu gehen. Weil tatsächlich da, ich bis jetzt immer auf ein sehr offenes Ohr bei Männern, getroffen bin, das fordert definitiv Mut. Nun natürlich kenne ich diesen Konflikt, dass ja, viele Frauen sich da dann vergleichen zum Beispiel oder eben ja, gerade mit Männern. Und das ist halt schön, weil zum Beispiel Männer können eben jeden Tag gleich leisten. Evolutionär war das zum Beispiel auch sehr wichtig, um auch wieder Überleben zu leisten. Also zum Beispiel jetzt gerade Thema Nahrungssuche, also das ein Mann, der wirklich sehr, sehr leistungsfähig ist. Und das ist auch wirklich wunderbar. Nur wir Frauen dürfen uns damit nicht vergleichen. Ja. Also der Vergleich macht an der Stelle einfach keinen Sinn, ne? Weil einfach unterschiedliche Stärken da sind, unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche ja, evolutionäre Aufgaben da drin sind. Wenn wir jetzt über das Thema Frauengesundheit sprechen, wir wollen ja auch zum Thema Schwanger werden, Schwanger bleiben kommen. Was gehört denn für dich, du hast es ja jetzt wunderbar dargestellt, den Zyklus und was das für Implikationen hat, was gehört denn für dich zu einer zyklusorientierten Lebensweise? Ja, ich habe da so für mich tatsächlich wie so die vier Säulen der Frauengesundheit. Ich stelle eben gerne uns auch immer auf ja, so eine, wie ein Gerüst dar, sozusagen. Und dieses Gerüst, ob es jetzt ein Haus ist zum Beispiel, das kann halt nur wirklich stabil sein. Also wir als Frauen können auch nur stabil sein, wenn wir jede Säule, wenn wir dem, ja, die uns anschauen und gucken, was wir da für uns machen können. Und die sind für mich eben unterteilt in Ernährung, Bewegung, Lifestyle und Psyche. Ernährung und Bewegung ist, glaube ich, klar. Lifestyle ist für mich eben das Thema, ja, Schlafverhalten gehört dazu. Da gehört das, wie viel ich rausgehe, wie viel ich wirklich Licht habe, also natürliches Licht, da bin ich sehr viel drin. Auch das Thema Stress, Stressmanagement ist alles mehr in dem Thema Lifestyle drin. Und Psyche ist wirklich nochmal der ganze mentale Aspekt. Und ja, wie geht es mir? Was habe ich für Glaubenssätze? Was führe ich für Beziehungen? Was bin ich in was für einem Umfeld? Und diese Faktoren sind eben super wichtig, weil am Ende, wir sind ja Biochemie. Also unser Körper ist Biochemie und ob ich jetzt wenig schlafe oder genug schlafe, ob ich gestresst bin, das hat ja zum Beispiel mit Melatonin, Schlaf und Cortisol zu tun und das sind ja auch Hormone wieder, Endokrinologie, die einen Einfluss haben auf unser gesamtes Hormonsystem. Deswegen am Ende des Tages ist es halt Biochemie und deswegen ja auch die KPI, wir gucken auf zellulärer Ebene. Und deswegen spielen diese Faktoren mit rein. Bewegung, ganz klar natürlich, auch was, wie ist mein Stoffwechsel und Ernährung vor allem, ja, was gebe ich meinem Körper? Gebe ich dem genug Nährstoffe? Ich sage immer, nähre ich meinen Körper so, wie er es braucht? So, das ist, weil Ernährung ist, ich nähre mich und da auch gibt es eben gewisse Stoffe, die uns auch in jeder Phase unterstützen. Das heißt, die vier Phasen, Ernährung, Bewegung, Lifestyle, Psyche, das sind die vier Säulen, die aber auch gleichzeitig interagieren. Also wie ich mich ernähre, hat einen Einfluss auf Psyche und so weiter und Lifestyle hat wiederum einen Einfluss auf Psyche und Bewegung und so weiter. Also alles greift ineinander. Genau, ja. Also das ist auch super wichtig, dass wieder, ne, nicht nur irgendwie, ich mache jetzt was für meine Ernährung und dann passt das so, sondern die bedingen sich eben gegenseitig auf jeden Fall. Wenn wir jetzt diese vier Säulen nehmen und den Zyklus darüber legen, was sind denn da so deine Erkenntnisse, also was die Ernährung eben zum Beispiel angeht oder auch eben Stimmung oder eben auch Persönlichkeitsstruktur, extrovertiert, introvertiert, wie ist denn das dann so über den Zyklus? Also ein ganz wichtiger Punkt für mich, irgendwie gerade zu nennen, ist auf jeden Fall das Thema Energie
Und ja, wenn wir von Energie sprechen, spreche ich gerne von Lebensenergie. Also wirklich Lebensenergie, habe ich diese Energie für den Tag, dass ich das machen kann, was ich möchte, was ich erreichen möchte oder ja, was ich vorhabe. All diese Prozesse ist für mich eben Energie, Lebensenergie. Und diese Energie ist eben nicht jeden Tag gleich zum Beispiel. Und da vielleicht so ein bisschen ein kleines Beispiel ist eben, ja, das kann man immer so ein bisschen als Welle auch betrachten, dass sozusagen erster Tag Periode, unsere Energie ist halt eher niedriger und genau, wir brauchen so ein bisschen mehr Ruhe und Rückzug. Auch da gleich so ein bisschen auf das Thema mehr introvertiert sein, also mehr in mir zu sein. Das sind auch Prozesse eben des Loslassens, des Reinigen. Die Periode ist ein reinigender Prozess, weil ich die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut sozusagen wirklich abstoße, wenn ich nicht befruchtet worden bin. Und das ist ein Reinigungsprozess und ein Loslassprozess. So, und deswegen, dafür brauche ich auch Ruhe und Zeit. Und genau, und dann sozusagen kommen wir in die Follikelphase, wo sozusagen die Welle sich so ein bisschen aufbaut und größer wird. Das merkt man auch sofort in der Energie. Und ich merke das zum Beispiel sehr, sehr stark, sozusagen so nach den ersten Tagen der Periode, wie sich wirklich die Energie merklich, wie ich wieder mehr leisten kann, wie ich da zum Beispiel auch ja, mehr Aktivität in Form von wirklich anspruchsvollem Sport, wie ich da auch mehr fordern kann. Und das ist dann wirklich der Peak dieser Welle, ist wirklich der Eisprung. Und da gleich hier mit der auch wieder Stimmung, da gehen wir eher sozusagen, wir wollen halt, also am Ende ist es ja die Zeit, in der wir uns fortpflanzen wollen. Also sind wir offen und wollen raus. Wir wollen Menschen kennenlernen, vor allem Männer. So, das ist ja auch spannend, wenn man sagen kann, dass tatsächlich unterbewusst Männer das riechen, wenn Frauen in ihrem Eisprung sind. Natürlich nur, wenn sie natürlich in einem natürlichen Zyklus sind. Und das merkt man aber so, das ist auch so, ja, dass man der Frau das ansieht, sie strahlt, eine gute Haut, so, das ist wirklich alles auf, ja, tatsächlich Fortpflanzung aus. Aber gleichzeitig eben auch diese Energie. Und dann kommen wir in die Lutealphase, sozusagen, da bricht dann die Welle und wird halt wieder langsamer und ja, ruhiger, geht so langsam aus und das ist auch unsere Energie. Wir gehen so ein bisschen mehr in uns, in den Rückzug. Einige Völker, das ist super spannend, auch so in Naturvölkern, die gehen dann oft tatsächlich, also die Frauen sind dann wirklich, ja, untereinander, in, ja, teilweise auch zurückgezogen, nehmen so gar nicht teilweise an dem sozialen Leben teil. Das ist aber gar nicht im negativen Aspekt, sondern die dürfen sich total auf sich fokussieren. Und in den Rückzug zu gehen, nicht so auf sozusagen in dem extrovertierten, ich will hier, oder ich brauche so den Kontakt, ich möchte den Kontakt nach außen, sondern eher nach innen. Auch eher in die Reflexion zu gehen. Spannenderweise sind wir da auch sozusagen empfänglicher für Emotionen, weil sozusagen die Gebärmutter ist so das der Ort für Empfang der Emotionen bei uns Frauen. Und da sind wir auch, das merken eben viele so, dass man emotionaler ist. Auch das nicht im Negativen, sondern man nimmt es mehr wahr. Und Energie ist auch eher niedrig. Und da gleichzeitig zum Beispiel im Sport auch zu achten, okay, was brauche ich heute, was tut mir gut, vielleicht eine ruhigere Einheit. Es ist nicht, dass man dann gar keinen Sport machen sollte, sondern einfach zu schauen, okay, was tut mir jetzt wirklich gut, auch da zu hören. Und dann noch so ein Ernährungsaspekt ist auch ganz spannend. Viele sagen immer, ja, ich habe vor meiner Periode so Heißhungerattacken. Und das ist an sich immer ja, auch Heißhunger ist ein Zeichen des Körpers, dass ihm irgendetwas fehlt. Also es ist einfach nur ein Aufmerksam machen. Und in dieser Phase ist es eben so, dass der Körper auch ungefähr 200 bis 300 Kalorien mehr braucht pro Tag. Okay. Und dass viele vielleicht gar nicht so beachten, dass sie halt in der, also sozusagen nach dem Eisprung auch wirklich etwas mehr pro Tag essen sollten und dann halt gar nicht in so ein Loch fallen, wo der Körper sagt, ich brauche jetzt dringend was in Form von Heißhunger. Das ist zum Beispiel auch ernährungstechnisch. Und natürlich ja, ist es auch da Thema Mikronährstoffe bei der Ernährung ganz wichtig. Also in jeder Phase kann man mit bestimmten Mikronährstoffen arbeiten, die eben auch unterstützend sind. Ja. Ja, ganz schön viel. Ne? Also ne, könntest du jetzt ja, ich kann immer weiter reden. Ja, genau. Und immer weiter in die Tiefe gehen. Wunderbar. Du hast einen schönen Satz gesagt, je gesünder ich bin, desto gesünder ist mein Zyklus. Hast du nicht jetzt eben gesagt, sondern in der Vorbereitung. Vielleicht kannst du den auch noch mal so ein bisschen ausführen.
Ja, ich stelle eben fest, dass, oder ja, wir alle stellen so ein bisschen fest, dass natürlich ja, die Gesellschaft leider immer mehr Symptome hat, mehr Erkrankungen, wirklich teilweise auch mehr leidet. Und ja, wir da eben das ja wissen, dass es eben an wirklich unserem Lifestyle zu tun hat, wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen. Und das sich auch in unserem Zyklus bei uns Frauen widerspiegelt. Und auch das erlebe ich in meinen Coachings, in meinem, ja, in meiner Arbeit, dass eben immer mehr Frauen zyklisch bedingte Probleme haben. Zum Beispiel haben sie, um ja, da mal so ein bisschen was zu erzählen, wirklich starke Periodenschmerzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Brustspannen, ja, teilweise wirklich richtig so wie so ein Krankheitsgefühl, dass man dann auch eher zu zum Beispiel Tabletten, Medikamenten greift. Und da sage ich, also das habe ich eben mal hinterfragt und denke mir so, das kann doch nicht sein, weil ein natürlicher Zyklus, also die Evolution, oder die Natur hat es ja nicht vorgesehen, dass wir jeden Monat so leiden, dass wir ja wirklich dann uns krank fühlen und Medikamente sogar nehmen müssen. Und genau, da ist eben definitiv ein Bezug zu sehen, dass je gesünder ich auch bin, gesünder mein Körper ist, das natürlich bei uns Frauen eine Auswirkung hat auf den Zyklus, weil das am Ende wieder, wir sprechen von Biochemie, von Stoffwechselproblemen, dass wir da zum Beispiel eben eine Auswirkung haben, also zum Beispiel eine Insulinresistenz, die Vorstufe von Diabetes, dass die auch eine Auswirkung auf unsere Eierstöcke hat. Und dann sehen wir da eben auch Auswirkungen in unserer Frauengesundheit. Und das ist halt so spannend, dass ich sehe, wenn Frauen wirklich gesund leben, auf sich achten, dass ja, den Körper so nähren, wie er es braucht, dass sich das sofort im Zyklus widerspiegelt. Im Positiven, Im also dass man Positiven. dann Genau. Und andersrum auch im Negativen. klar. Also auch Thema Entzündungen. Menschen sind, ja, man spricht ja so von niedriggradigen Entzündungen, dass wir wirklich durch zum Beispiel gerade die falsche Ernährung, also einfach Lebensmittel, die industriell hergestellt hat und die nicht aus der Natur kommen, die kann unser Körper, also gerade das Thema, ich nenne jetzt mal Zucker, kann ja zu Entzündungen führen und diese Entzündungen sind im Körper und die sind dann so niedriggradig, dass es nicht eine akute Entzündung ist, die richtig ausbricht, sondern so niedrigschwellig läuft und diese Entzündungen im Körper sich auch wieder auf unsere Geschlechtsorgane natürlich auswirken und das auch zu bestimmten Symptomen, wie zum Beispiel Schmerzen, führen kann. Und ja, und da sieht man eben ganz viele Zusammenhänge. Deswegen ist ein gesunder Zyklus auch wieder gleichgesetzt mit einem ja, gesunden Körper, gesunde Seele, gesunden Verhalten, gesundes Leben. Das gehört alles immer zusammen. Ja. Das gehört alles immer zusammen. Okay. Fast zum Abschluss haben wir noch ein weiteres Thema, nämlich du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen mit den Entzündungen. Was vielleicht auch nochmal spannend ist für viele Menschen, das Thema Frauengesundheit, Zyklus und Darmgesundheit. Und Darmgesundheit und Entgiftung. Vielleicht magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Ja, also das Thema Darmgesundheit ist in der Ernährungsberatung auch ein immer größeres Thema. Auch da, es gibt eben verschiedene, also viele Menschen haben Verdauungsprobleme, ja, können einfach von Bauchschmerzen, Blähungen, schlechter Stuhlgang. Und das ist eben auch zurückzuführen auf das, was ich natürlich esse, weil unser Verdauungstrakt, also das beginnt ja im Mund, sozusagen dann Speiseröhre, Magen und dann Darm, Enddarm. Und das ist sozusagen ja so ein Schutz für, also ein eigener Trakt, bevor es dann in den Körper geht, also wirklich in das Blutsystem auch. Und es wird ja sozusagen dann aus dem, ja, es fängt im Magen an, dass die Stoffe teilweise durch Transporter oder Diffusion und dann auch im Magen, im Darm aufgenommen werden. So, also der Magen-Darm-Trakt ist ja ein super wichtiger Trakt für die Aufnahme zum Beispiel von Nährstoffen. Und da sehen wir eben ab heute durch eben, ja, das ist wieder Zuckerkonsum, hoher Getreidekonsum, wenig Ballaststoffe, wenig Gemüse, Faserstoffe und. Das könnte ich jetzt auszählen. Industrielle Nahrung, die unserem Darm nicht gut tut.
Ein Faktor auf die Frauengesundheit ist, dass in dem Darm unsere Hormone mit abgebaut werden. Also unsere Hormone, zum Beispiel Östrogen und Progesteron, werden ja auch, also die werden gebildet, zum Beispiel viel in den Eierstöcken bei uns, teilweise aber auch im Hypothalamus, im Gehirn, also in einer Region des Gehirns. Und diese werden dann gebildet und müssen aber eben auch verstoffwechselt werden und abgebaut werden. Das passiert über die Leber und über den Darm. So, wenn wir jetzt sehen, okay, Menschen haben zum Beispiel auch keine gute Entgiftung über die Leber, und die Leber ist wirklich unser größtes Entgiftungsorgan und Reinigungsorgan sozusagen, und der Darm ist ja auch ein Ausscheidungsorgan. Und wenn das, wie gesagt, alles, was ausgeschieden wird, funktioniert eben über den Darm und dann über den Enddarm, dann den Stuhlgang. Und wenn da das nicht funktioniert und die Hormone zum Beispiel nicht richtig abgebaut werden können, bleiben sie im Körper. Und dann führt es zum Beispiel zu einer Östrogendominanz, was ich auch immer mehr im Coaching sehe, dass Frauen zum Beispiel unter einer Östrogendominanz leiden. Das heißt, sie haben erhöhten Östrogenspiegel im Vergleich zu Progesteron. Und dann kann man das auch zurückführen auf das Thema Kinderwunsch, weil wir, um da nochmal ein bisschen reinzugehen, einen gewissen Progesteronspiegel brauchen, um schwanger zu bleiben. Also vor allem das Thema, wenn jemand schwanger wird und dann aber Schwangerschaftsabbrüche relativ schnell hat, liegt das an Progesteron, unter anderem. So. Oder oft, genau. Das ist eben so, weil Progesteron ist dafür da, sozusagen ist auch unser Gelbkörperhormon, und das ist eben wichtig, um sozusagen auch die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen und diesen Gelbkörper, in dem sozusagen dann das Embryo wächst. Genau. Und wenn das eben nicht funktioniert oder nicht vernünftig funktioniert, dann führt das eben, also dann sagt der Körper, ist ja auch wieder nur eine Schutzreaktion, das können wir nicht. Und deswegen funktioniert das nicht. Ja. Und deswegen ist halt also auch in der Frauengesundheit immer sich anzuschauen, den Darm sich anzuschauen und auch alle Organe, unter anderem zum Beispiel auch die Leber, wie sie eben entgiftet und wie sie funktioniert, sich anzuschauen. Spannend. Ich glaube, das ist auch nochmal etwas, also ich beobachte das in den letzten Jahren ganz viel bei Frauen oder eben auch bei Paaren mit dem Thema Kinderwunsch. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Arzt gesprochen, der auch gesagt hat, Kinderwunsch und Fruchtbarkeit ist ja eigentlich was Natürliches. Also die Norm ist ja, dass wir fortpflanzungsfähig sind. Und umso irritierender ist das, für immer mehr Menschen zu erleben, dass es nicht klappt. Da hat man dann einmal viele Frauen, die nach Absetzen der Pille merken, was da an Deregulation und Dysfunktion erstmal ist, was sich wieder sortieren muss. Und dann aber trotzdem, auch wenn sich das halbwegs reguliert hat, es nicht funktioniert, weil einfach zu viele andere Dinge nicht in Ordnung sind. Und das, was du jetzt eben gebracht hast mit Darmgesundheit, Silent Inflammations, also stillen Entzündungen, funktionierende Leber und so weiter, das sind ja Dinge, über die man sich früher gar nicht so sehr Gedanken machen musste und die jetzt aber mehr und mehr Mainstream werden, leider. Und dadurch eben auch so viele Frauen oder eben auch Menschen dann treffen. Und jetzt so zum Abschluss hast du ja auch ein Fallbeispiel mitgebracht zum Thema Kinderwunsch. Und zwar Kinderwunsch und Insulinresistenz. Vielleicht kannst du da zum Abschluss noch mal ein bisschen was erzählen. Ja, sehr gerne. Genau, ich hatte eine Patientin eben, die einen unerfüllten Kinderwunsch hatte. Und bei der wurde eben über eine Blutdiagnostik diagnostiziert, dass sie eine Insulinresistenz hat. So, für alle, was ist eine Insulinresistenz? Das ist so ein bisschen die Vorstufe von Diabetes. Ich sage das immer, weil Diabetes kennen eben viele. Das ist wirklich das, also Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Und was, sage ich mal, immer so ein bisschen, ist so ein, wie so ein Türsteher vor den Zellen, was eben dafür sorgt, dass der Zucker in die Zellen aufgenommen wird. Und durch eine sehr zuckerreiche, kohlenhydratreiche Ernährung ist es eben so, und teilweise nicht genug Bewegung, also nicht Nutzen dieser Energie, dass sehr, sehr viel Zucker im Blut ist und sehr, sehr viel Insulin ausgeschüttet werden muss von der Bauchspeicheldrüse, und die hat unglaublich viel zu tun. Also ich sage, das sind so Arbeiter, und dann haben die wirklich so, so viel zu tun, und dann sagen die irgendwann, das ist hier zu viel Arbeit, Burnout, wir können nicht mehr. Das ist sozusagen dann
Also wenn halt so super viel Arbeit zu tun ist, das nennt man dann sozusagen schon eine Insulinresistenz. Das heißt, es braucht sehr, sehr viel Insulin, um eine gewisse Zuckermenge aufzunehmen. Und genau, wenn man dann, das ist eine Insulinresistenz, und wenn man davon spricht, dann ist es eben auch, dass andere Organe davon befallen, dass andere Organe betroffen werden können. Unter anderem eben, wie ich sagte, die Eierstöcke. Und das ist halt spannend, weil in den Eierstöcken auch Progesteron gebildet wird. Und wenn eben der Eierstock insulinresistent ist, dann ist auch die Progesteronbildung gestört. Kann einfach nicht mehr so funktionieren. Auch die Eizelle kann nicht so gut heranreifen, bis sie dann springt. Deswegen können das so zwei Faktoren sein, dass die Frau zum Beispiel gar keinen Eisprung hat, weil sie einfach keine Eizelle hat, die springt. Und der andere Faktor ist, dass sie vielleicht einen Eisprung hat, aber dann zu wenig Progesteron, weil es eben nicht ausreichend gebildet wird und Progesteron eben den Gelbkörper bildet. Und dieser Gelbkörper ist dann sozusagen, der Körper, in dem das Embryo heranwächst. Und das kann man eben alles, also genau, das war bei dieser Patientin eben der Fall. Und das habe ich ihr dann eben alles erklärt. Und das Schöne ist ja, jetzt ist ja der positive Punkt, das kann man alles verändern. Also eine Insulinresistenz ist reversibel, das heißt, wir können sie rückgängig machen durch einfache Lifestyle-Faktoren, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement, und dann ist das wieder rückgängig zu machen ohne jegliche Hormone. Und das hat bei ihr tatsächlich wunderbar geklappt, dass wir diese Insulinresistenz behandelt haben und sie dann tatsächlich schwanger geblieben ist und sogar ja, dann ein Kind bekommen hat. Also es hatte wirklich geklappt, und wenn man sich das anschaut, ist es so simpel. Und da möchte ich auch den Frauen eben Mut machen, dass man sich das anschaut und dass man sich auch wirklich ganzheitliche Hilfe sucht und guckt, okay, was ist da der Fall? Man kann halt eine sehr gute Diagnostik auch machen. Man kann ja in den verschiedenen Phasen die Hormone messen. Man kann eine Insulinresistenz messen. Man kann aber natürlich auch eine gute Darmdiagnostik machen. Also heutzutage, wir haben ja eine sehr Wahnsinn. gute Ja, Medizin, die absolut. Schulmedizin, wo wir wirklich sehr gute Messverfahren haben. Und da kann man halt sehr schön schauen, was liegt vor, und dieses eben behandeln mit ganz simplen Sachen. Und da möchte ich eben auch nochmal wirklich für aufrufen, dass man da hinschaut und dass man nicht dann, also so schnell gehen es wird eben leider zu wenig noch betrachtet, dass man wirklich guckt, woran liegt es. Ja, Und dafür ist ja auch das Programm da, richtig, genau. dass wir mit dem Kinderwunschprogramm wirklich an der Ursache Richtig, schauen, weil richtig. eben, wie du ja auch sagst, evolutionär, also ein Grund ist halt Fortpflanzen. Ja, So genau. relativ einfach Ganz gesagt. einfach. Und das finde ich auch tatsächlich erschreckend, wenn ich mit Menschen spreche oder wenn ich mich in Foren so ein bisschen durchlese, was da passiert, dass ganz viele Paare zum Beispiel mit unerfülltem Kinderwunsch nach ein, zwei Jahren, wenn es nicht auf dem natürlichen Wege klappt, dann in Kinderwunschkliniken gehen und dann eben alle möglichen technischen Methoden machen, die auch alle gut sind, die auch Sinn machen, ne? Wenn es irgendwie eben eine medizinische Indikation gibt, aber die sich eben, ich glaube, die relativ wenig darüber aufgeklärt werden, was kann ich denn machen, um die Qualität meiner Spermien, die Qualität der Eizelle zu verbessern, um die Chancen einer künstlichen Befruchtung auch zu optimieren. Genau, und das ist eben so spannend, weil da sehen wir halt leider die Entwicklung der Gesellschaft, dass sie immer ungesünder lebt und dadurch kränker wird. Und natürlich wirkt sich das eben in der Fortpflanzung aus. Krasserweise, genau. Und das ist immer noch irgendwie ein Tabuthema, über das, also wenn ich darüber spreche, dass wir dieses Projekt haben, Kinderwunsch, höre ich von jedem, dass er jemanden kennt, der oder die mit dem Thema zu tun hat. Und das ist wirklich erschreckend, weil es sich auch durch die gesamte Gesellschaft zieht, durch allen, also unabhängig vom sozioökonomischen Status und so weiter. Und auch egal, wie teilweise fit die Leute sind oder vermeintlich fit, also das kennst du wahrscheinlich auch, dass Leute glauben, dass sie sich gesund ernähren und furchtbar gut trainieren. Und du guckst dir das an und denkst, ja, vielleicht die zwei Stellschrauben verändern und dann hast du schon einen positiven Effekt. Und genau da wollen wir dran gehen. Und das Kinderwunschprogramm ist tatsächlich so aufgebaut, dass wir im ersten Schritt schauen, welche Umweltfaktoren verändern denn deinen Hormonhaushalt und was muss alles eliminiert werden im Außen, bevor wir dann in das, was du gesagt hast, in diese Diagnostik gehen, umfassend, in der Regulation und in der Ausleitung von allen Stoffen, die man, soweit man sie dann ausleiten kann, aus dem Körper rausholt.
und dann eben auch eine ganzheitliche Betreuung liefert. Einmal auf der mentalen Ebene, was das Thema Stress angeht, Rollenbilder, Selbstidentität und so weiter. Und dann auch ayurvedisch, konstitutionell und stoffwechselphysiologisch schaut. Mhm. Und du dann modern ernährungswissenschaftlich drauf schaust. Und wir uns dann eben ganz systematisch durch alle Bereiche, also Körper, Psyche und auch das soziale Umfeld, mhm, bewegen, um die besten möglichen Voraussetzungen zu schaffen für eine natürliche Schwangerschaft oder eben auch, wenn das aus biologischen Gründen nicht geht, die optimalen Voraussetzungen für eine künstliche Schwangerschaft oder künstliche Empfängnis, mhm, zu entwickeln. Ja, wow, also spannend. Echt spannend, ja. Genau. Ja, und da sieht man eben, also das Schöne ist, es ist tatsächlich ja, also viele denken vielleicht, okay, es ist wirklich ein komplexes Thema, mhm, nur gleichzeitig irgendwo auch so einfach. So einfach, ja, genau. Also, genau. Da, ja, wie gesagt, man darf sich immer vor Augen führen, wir sind da, um fortzupflanzen. Und das hat die Evolution eigentlich nicht schwer gemacht. Und das ist die Pathologie eigentlich. Das stimmt. Ja. Also eigentlich ist es simpel. Genau. Aber das ist ein schönes Schlusswort. Eigentlich hat es die Evolution nicht schwer gemacht, genau, schwanger zu werden. Das eigentlich, das, ja, werden, genau, wir streichen. Okay. Ja, eigentlich, also ich finde das Wort eigentlich gar nicht so schlecht, weil es im ureigenen Sinne bedeutet. Also eigentlich verstärkt eigentlich die Aussage. Ja. Von daher kannst du es eigentlich auch drin lassen. Schöne neue Perspektive auf das Wort eigentlich. Genau. Ureigen der Evolution inhärent ist Fortpflanzung. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ja, danke dir. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal zusammensitzen und über weitere Themen sprechen. Coaching, Ayurveda und auch da uns ein Fallbeispiel angucken. Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Sehr gerne.